Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Star Trek Infinite, zurück bei der USS Enterprise, die jetzt hier auch einen entsprechenden Schriftzug hat. Ich glaube, das ist neu, das kam mit einem letzten kleinen Patch ins Spiel. Ja, die Enterprise liegt hier noch im Bajor-System. Sie hatte hier eine diplomatische Mission zu erledigen. Und bevor wir ihr weitere Missionen auferlegen, sie beauftragen, sollten wir uns mit der allgemeinen Lage hier befassen. Wie ist der Stand der Dinge, vor allem diplomatisch jetzt relevant, und was sind jetzt unsere nächsten Pläne und Ziele? Also, gucken wir uns erstmal die diplomatische Situation auch ein bisschen als Erinnerung an. Unsere, man kann schon fast sagen, Freunde sind die Klingonen. Die Beziehungen waren schon mal besser, aber sie sind immer noch freundlich. Wir haben alle erdenklichen Pakte und Abkommen mit ihnen. Und wir haben auch ein richtiges Verteidigungsbündnis, ein Defensivabkommen. Mehr sollte es nicht werden, weil die Klingonen durchaus auch aggressiv agieren können. Wir sehen hier, ihre diplomatische Haltung ist streitlustig. Dieses Reich wird versuchen, schwächere Reiche einzuschüchtern. Und insofern, in Offensivkriege wollen wir uns hier nicht verstricken. So, sie sind ebenbürtig, oder wir sind ebenbürtig, was die Flottenstärke betrifft. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man gleich stark ist wie die Klingonen. Also, die stehen hier durchaus an unserer Seite und werden uns verteidigen. Dann haben wir die Romulaner. Die Romulaner, die meines Wissens einen Krieg verloren haben, zuletzt gegen die Klingonen. Interessanterweise sind die Beziehungen inzwischen neutral. Das ist nicht schlecht und sie sinken auch nicht weiter ab. Das ist sogar sehr, sehr gut. Ihre diplomatische Haltung ist scheinheilig. Dieses Reich möchte allein gelassen werden. Wir werden auch hier nicht weiter uns ihnen diplomatisch annähern, denke ich mal. Also nicht angriffsversprechend schließen. Ich glaube, es geht ein bisschen zu weit, auch mit Blick auf unsere klingonischen Freunde. Aber was beruhigend ist, sie sind erbärmlich, oder? Nein, okay, ich möchte ja nicht missverstanden werden, die Romulaner sind nicht erbärmlich, sondern ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Das ist schon mal gut für unsere Sicherheit. Interessant ist natürlich, sind natürlich die Cardassianer, die uns ja schon einmal angegriffen haben. Die sind nach wie vor feindlich, was die Beziehung betrifft, und dominierend als diplomatische Haltung. Dieses Reich strebt Wachstum mit allen Mitteln an. Da kann durchaus immer noch was kommen. Es gibt aber einen Waffenstillstand bis 2368. Und in dieser Zeit sollte es uns gelingen, die Bajoraner hoffentlich, obwohl das wird schwierig werden, in die Föderation zu holen. Den Prozess werden wir starten können. Was nicht ganz klar ist, wie stark ihre Flotte ist. Ich vermute mal aber, dass wir auch hier deutlich mithalten können. Wir haben also noch ein paar Jahre Ruhe und selbst wenn, würde ich sagen, sind wir inzwischen stärker. Die Klingonen sind an unserer Seite. Unsere eigene Flottenstärke ist ziemlich in Ordnung. Also ich denke, was die großen Reiche betrifft, ist unsere diplomatische Lage, unsere Sicherheitslage ziemlich gut, muss man sagen. Aber wir haben natürlich das Problem dieser merkwürdigen Strukturen, die wir gefunden haben. Das scheint ja hier das große Thema zu sein, diese mysteriösen Konstrukte, diese Quader, die wir begonnen haben zu untersuchen. Schwarmintelligenzen scheinen dort zu leben. Das ist alles sehr unklar, ob und inwieweit das eine Bedrohung darstellt. Im Moment haben wir alles gescannt und untersucht, was geht. Wir müssen warten, ob es weitere Kontakte hier gibt. Für uns interessant sind allerdings die kleineren Reiche, die wir in die Föderation holen wollen. Wir sind mit den Trill Only the joint may know true wisdom. In sehr guten Beziehungen und der Prozess ist angestoßen. Wird noch eine Weile dauern, aber die Integration ist schon weit vorangekommen und dann werden die Trill Teil der Föderation werden. Und wir arbeiten gerade daran, dass das auch mit den Bajoranern gelingt. Und dafür hatte die Enterprise zuletzt ja eine diplomatische Mission gestartet. Eldor Joy! Das führt dazu, dass wir jetzt in der Tat den Integrationsprozess vorschlagen können. Und das sollten wir auch tun. Vielleicht sollten wir vorher noch die Unabhängigkeit garantieren. Das hatte zuletzt nicht geklappt. Ich würde sagen, wir schlagen das einfach nochmal vor, warten ab, wie sie reagieren und dann starten wir den Prozess. Und hier habe ich noch gesehen Only bei den the Trill joint may know true wisdom. Nee, da ist alles soweit in Ordnung. Okay.
Aber wir haben noch ein weiteres kleines Reich getroffen, nämlich die Pelianer. Hier sind die Beziehungen noch sehr, sehr schlecht, aber sie steigen langsam. Und ich denke, wir sollten hier auch natürlich langsam uns annähern. Ja, eigentlich so schnell es geht. Denn nach den Trill wäre es denkbar, dass wir zum Beispiel diese hier in die Föderation holen. Ich denke, das passt schon ganz gut. Es ist eine Republik. So, wir sollten auf jeden Fall Grenzen öffnen. Das ist standardmäßig nicht der Fall. Verbessert dann auch nochmal die Beziehung. Und dann würde ich natürlich gerne Beziehungen verbessern, aber der extrem limitierende Faktor sind unsere zwei Gesandten, die wir nur haben. Und einer ist eben hier und der andere auf Bajor. Und den brauchen wir dort auch, um dort den Integrationsprozess zu starten. Das heißt, erst wenn wir hier mit den Trill durch sind, können wir einen Gesandten hier hinschicken. So, das vielleicht zu dieser Geschichte. Dann sollten wir uns unbedingt kurz nochmal den Missionsbaum vergegenwärtigen. Wir arbeiten gerade hier an dem Ziel, die Föderation auszubauen. Dafür brauchen wir zwei kleine Mächte, die wir in die Föderation geholt haben. Da sind wir mit dem Trill dran, dann geht es hier weiter. Das ist schon schön. Und dann Handelsrouten einrichten ist das Nächste. Wir brauchen erstmal noch einen höheren Handelswert, der kommt mit der Zeit, aber automatisch. Und wir brauchen 6 Sternenbasen mit Handelszentralen. Im Moment haben wir nur 2, aber wir können uns gewiss sein, dass ja die Trill demnächst reinkommen mit mindestens einer Sternenbasis. Und die Bajoraner auch, dann haben wir 4. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch 2 selbst bauen, vielleicht sogar 3, damit vor allem die Hauptwelten auch geschützt sind. Das ist eines der Ziele, die ich jetzt mit unseren Legierungen erreichen will. Das können wir vielleicht mal direkt starten. Einmal hier, beziehungsweise wir müssen, glaube ich, ins System gehen. Ins Signi-System. Hier haben wir Teller Prime. Das wollen wir beschützen. Gehen wir mal auf die Station und werden diese verbessern zu einem Sternhafen. Kostet uns 200 Legierungen. Ist nicht wenig, aber wird sowieso Zeit, dass wir dort die wichtigen Welten schützen. Und Vulkan genauso. Hier werden wir das Ganze verbessern. So. Und dann entsprechend Handelsposten bauen und vielleicht auch noch andere Gebäude. Das erstmal dazu. Was die Mission der Enterprise betrifft, gab es einige Kommentare, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich nicht zu lange warten soll mit der Erforschung von Anomalien und den Aufdecken von Systemen und so weiter. Ja, da habt ihr natürlich grundsätzlich recht. Ich finde aber tatsächlich, in unserer Situation sind die diplomatischen Missionen besonders interessant, denn wir können dadurch halt diesen Annäherungsprozess beschleunigen, ohne dass wir diplomatische Gesandte nutzen. Deswegen werde ich die Enterprise weiterhin erstmal für diplomatische Missionen nutzen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt hier unfassbar wenige Systeme gibt, die wir schon fast alle erkundet haben oder noch nicht erkundet haben. Also hier ist eigentlich noch sehr, sehr viel zu holen, meines Erachtens. Ich glaube, da rennt uns die Zeit nicht weg. Vielleicht schätze ich es falsch ein, aber ich denke nicht. So, aus dem Grund werden wir hier eine erneute Mission anfragen, in der Hoffnung, dass die Enterprise hier helfen kann. Schauen wir mal, was da kommen wird. So, das waren diese Aktionen. Dann haben wir hier noch unsere Armee. Nee, das ist hier unsere Armee. Die würde ich gerne auf die Erde zurückbringen. Ja, genau, alle Flotten landen. Dann haben wir die auch erstmal in Sicherheit gebracht. Und dann habt ihr mich zu Recht darauf hingewiesen, dass ich ja hier bei den Forschern die Ingenieurin Azul Sang austauschen wollte mit Hugh, unsere ehemaligen Drohne. Da haben wir ja selber gesagt, haben wir festgestellt, dass der der bessere Mann wäre. 36% ist auch ein Knaller. Okay, sehr schön. Gut. Ja, den Rest haben wir, glaube ich, erstmal, oder der Rest ist soweit korrekt eingestellt. Die Konstruktionsschiffe könnten wir vielleicht noch nutzen, um vielleicht ein bisschen zu expandieren. Ich würde, glaube ich, gerne in diese Richtung expandieren. Alela, Kix und dann Zavadex. Warum Kix? Weil hier noch ein Planet ist, den man terraformen kann. Sehr gut sogar. Deswegen ist das so ein bisschen jetzt die Expansionsrichtung. Also bauen wir hier auch nochmal Außenposten.
So. Okay, alles klar. Auf dem Planeten müssen wir auch einiges tun, aber da müssen wir noch ein bisschen Mineralien sparen. Das nächste, glaube ich, wäre, dass wir auf Risa noch einen Bergbaudistrikt bauen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass Risa der Erholungsplanet der Föderation ist. Ja, bei uns, ja, es ist eine Gaia-Welt, aber bei uns wird er eben zum Bergbau genutzt. Auch nicht ganz unwichtig. Und es ist, was passiert hier gerade? Und es ist ja gewissermaßen auch eine alternative Geschichte. So, die Trill-Schutzabkommen wollen die eingehen. Da würde ich sagen, stimmen wir zu. Gibt keinen Grund, Nein zu sagen. Pediazell 2 erlebt eine rasante Entwicklung von Bakterien. Infektionen durch einen neuen extrem resistenten Bakterienstamm nehmen in alarmierendem Ausmaß zu. Die Wissenschaftler der Zivilisation haben alle Mittel erschöpft. Das kennen wir schon, ne? Warum zeigt er uns da immer unser eigenes System? Ja, wir werden da wieder helfen. Und das Spezialprojekt. Mission Log updated. Dann starten. Okay. So, das kostet uns Forschung. Wir müssen halt unsere Forschung aussetzen. Aber ich würde sagen, das machen wir. Beziehungsweise wir gucken mal. Es geht um Sozialforschung. Wie weit sind wir da? Im halben Jahr hätten wir den Differentialmagnetometer. Ja, wir könnten natürlich auch dieses halbe Jahr warten. Aber Leute, es geht um Bakterien, um Hilfe für Kranke. Da sollten wir sofort reagieren. Falls ihr euch übrigens wundert, warum das hier rechts anders aussieht als gewöhnlich, das ist eine Mod, die ich installiert habe. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da muss ich nicht elend immer durchscrollen. Da hat man alles auf einen Blick. Ist vielleicht für euch vielleicht nicht ganz so toll erkennbar. Aber ich denke, es ist insgesamt doch sehr, sehr hilfreich. Die Entstehung der interstellaren Piraterie. Ach Gott, jetzt geht das auch noch los. Unser wachsender interstellarer Handel hatte eine unerwartete Konsequenz. Piraten haben unsere Handelsschiffe überfallen. Zeugen berichten, dass diese interstellaren Piraten ein Kollektiv aus Anarchisten, Berufsverbrechern und anderen marginalisierten Gruppen ist. Die interstellaren Piraten haben es auf unser Deuterium abgesehen. Dass die Leben der Crewmitglieder wurden verschont und vielen der überfallenen Schiffe wurde angeboten, sich den Piraten anzuschließen, wenn sie einer Person namens Ohne Fangzahn die Treue schwören. Was ist denn hier los? Okay, eine beunruhigende Entwicklung. Wir werden die Lage im Blick behalten und unsere Programme für gefährdete Jugendliche, die sich möglicherweise den interstellaren Piraten anschließen könnten, ausbauen. Okay, am besten wir bauen auch noch ein paar Jugendclubs irgendwo hin. Aber den Gebäudetypus, den gibt es im Moment nicht. So, was haben wir hier? Unabhängig garantiert. Sehr schön. Und dann ist der Moment gekommen, wo wir jetzt den Integrationsprozess vorschlagen. So, ich denke mal, dass sie da nichts dagegen haben. Ich bin nur sehr gespannt, wie lange das dann laufen wird. So, und das ist interessant, denn wir hatten, falls ihr euch erinnert, zwei Kontakte, die wir auch noch nicht, ja, irgendwie weiterentwickeln konnten, weil wir eben keine Gesandte haben. Und die haben sich offenbar jetzt uns selbst offenbart. Das Farian-Syndikat, ein korruptes Syndikat, ein Unternehmen. Mhm. Diese korrupte Regierung wird von einem Syndikat geführt, das sich für soziale Anarchie und die Nichtahndung von Verbrechen einsetzt. Ob die so richtig in der Föderation sind, aber klar, warum nicht? Aber ich denke, wir bleiben erstmal vielleicht als nächstes bei dieser Pelianischen Republik. So, wir halten eine Nachricht auf den Schirm. Ich grüße Sie, gütige Botschafter. Wir vertreten Interessen von Magistratin Gaimon, der Farianer. Unsere Aufgabe ist es, in Erfahrung zu bringen, wo sich unsere Interessen mit den ihren überschneiden. Aber wie wäre es, wenn wir uns zunächst einmal kennenlernen? Haben Sie Interesse an einer entspannten Massage oder einem Glas Don Vier Spirituosen? Och, Massage klingt eigentlich nicht schlecht. Ich denke, wir werden gleich mal hier mit ein bisschen Energie nachhelfen und die Meinung verbessern. Das ist immer ganz gut, glaube ich, als diplomatischer Start. Wir freuen uns, Sie zu treffen. Incoming Transmission. So, jetzt müssen wir direkt mal, das will ich mir jetzt not be perfect, but neither are you. Schön, okay. So, Magistratin Gaimon sieht eigentlich sehr nett aus. Sie ist Delegierer
und Landwirtschaftsexpertin, okay? Und Staatselement haben die Hinterhofdiplomatie. Es gibt den angemessenen Weg, die Dinge zu erledigen, und dann gibt es den bequemsten Weg. nicht schlecht. So, aber, tja, ich meinte, ich denke, wir sollten, offene Grenzen, ja, müssten wir eigentlich erstmal, ne? Ich möchte ja die Beziehung schon gleich mit verbessern. Wir sind erstmal offen und positiv gestimmt. Wir werden sehen, wo das hinführen wird. Okay, so, was ist... Das war der Erstkontakt. Neuer Kriegsgrund ist klar. Botschaft einrichten. Die Pilja... Oh ja, das ist hervorragend. Da stimmen wir zu. Sehr schön. Aber die Mission haben sie uns jetzt noch nicht gegeben, wenn ich das richtig sehe. So, ich muss kurz mal gucken hier in Bieren. Da wollte ich einen Bergbaudistrikt bauen. Ja, uns fehlen aber noch 22, das heißt, wir müssen den Monat noch abwarten. Und der Integrationsprozess wurde akzeptiert. Aber komischerweise müssen wir, glaube ich, jetzt das Ganze noch starten. Und zwar mit Varina, die sich darum kümmert. So, und jetzt können wir gucken, auch hier nur ein Eingliederungsfortschritt von 1. Die Zeiten, als wir irgendwie plus 3 hatten, sind leider vorbei. Naja, muss man mit leben, würde ich sagen. Gut, also, der Monat ist vorbei. Wir können Risa jetzt endlich den Bergbaudistrikt aufbauen. Okay, und wir haben minus 4 Deuterium. Wir haben ja eigentlich einiges an Deuterium. Vielleicht sollten wir die nächsten Mineralien mal dafür verwenden. We may not be perfect, but neither are you. Gut, die Farianer wollen auch eine Botschaft. We may not be perfect, finde ich but gut. Neither are you. Ja, Beziehungen verbessern sich deutlich, würde ich sagen. Na gut. So, aber was ist hier jetzt mit der Mission geschehen? Haben die das irgendwie vergessen? May your moons be ever peaceful. Okay, die Option steht nicht mehr zur Verfügung. Habe ich sie möglicherweise übersehen? Nee, noch nicht. Gut, vielleicht kommt das noch. Die Frage ist, was macht die Enterprise so lange? Die könnte ja schon mal in die Richtung springen und beginnen, hier Systeme zu erkunden, in der Hoffnung, auf Anomalien zu treffen. Ja, das ist ja auch in gewisser Weise ein Auftrag. Also startet mal mit der Erkundung. Das ist, denke ich, in Ordnung. Okay, da springen wir weg. Wir sollten immer einen Blick haben auf unsere Forschungsschiffe, dass die Arbeit haben. Aber das scheint der Fall zu sein. Hervorragend. Gut, dann haben wir erstmal alles wieder soweit in Gang gebracht, würde ich sagen. Irgendwo gibt es hier auch noch einen zweiten Erstkontakt, der aber auch noch nicht entschlüsselt ist. Mit vielen feindlichen Schiffen dann auch. Okay, Deuterium sieht ganz gut aus. So, hier haben wir was erkundet, da hinten. Das heißt, ich glaube, die Cerritos hat jetzt erstmal nichts zu tun, wie mir scheint. Unter Mr. Spock. Fähigkeitenstufe 5, das ist doch der helle Wahnsinn. Können wir hier auch automatische Erkundung? Ja, ich würde sagen, dann erkundet Spock diesen Raumbereich da oben. Völlig in Ordnung, denke ich. Construction finished on schedule. Gut, wir haben die Sternenbasis. Nee, Quatsch, wir haben jetzt... Ah, die Expansion ist hier erfolgt. Ja, aber warte mal, ich sagte ja, dass ich hier kurz die Mineralien noch für etwas anderes verwenden wollte. Zwei Bergbaustationen, dann haben wir erstmal unser Deuterium-Problem gelöst für einige Zeit. Das machen wir mal. Und hier wollen wir uns auch erstmal, würde ich sagen, die Mineralien schnappen und diese Bergbaustation bauen. Gut. Weiter geht's. Die Enterprise ist auf dem Weg. We have surveyed a new star system.
Abweg. Ja, sehr schön. Okay. Da wird weiter untersucht. Wenig Spannendes hier mit den 4 Energie. Ist ganz nett, aber nicht sehr bedeutsam. So, und so ruhig und friedlich kann es von mir aus bleiben. Und wir bekommen eine Einladung zu Migrationsabkommen, beziehungsweise die Bajoraner und die Cardassianer erschließen das. Naja, ob wir das so gut finden, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der Integrationsprozess läuft ja, läuft gut. Ich hoffe, dass die Cardassianer uns da nicht noch zwischenfunken, wenn der Waffenstillstand irgendwie ausläuft. Only the joint may know true wisdom. Okay, alles klar. Gut, der Rest zieht sich, aber läuft soweit. Wir haben ziemlich viele Legierungen, die sollten wir einsetzen. Und ich habe folgende Idee. Wir werden, glaube ich, jetzt die Möglichkeit, die uns die Gouverneure hier bieten, mal etwas besser ausschöpfen. Die kosten auch ein bisschen Legierungen, aber bringen uns doch sehr, sehr viel, wenn sie Spezialisten unterstützen. Also, wir werden hier Gouverneur Tipel rekrutieren. Ja, es kostet auch Einfluss, aber davon haben wir einiges. Wir werden, ich glaube, ich gehe jetzt direkt zum Maximum hier. Was haben wir hier? Süchtig. Lebensdauer gefällt mir nicht. Dann werden wir kulturell sensibel. Brauchen wir eigentlich nicht. Bewohnerumerziehung. Aber ich will eigentlich keine Süchtigen haben. Gouverneur Karik, eine Vulkanierin, rekrutieren. Und, boah, das sind alles nur Süchtige. Süchtig. Und engstirnig, geringerer Erfahrungszuwachs. Tja, was ist besser? Andererseits, sie ist relativ jung. Da machen die minus 20 Jahre Lebensdauer vielleicht nicht so viel aus. Eine menschliche Gouverneurin, die süchtig ist, wird von uns direkt nochmal rekrutiert. Gut. So, was will ich jetzt mit denen? Ich werde jetzt unsere stärksten Planeten weiter irgendwie unterstützen. Vulkan zum Beispiel. Schicken wir Tipel nach Vulkan. Wir schauen nochmal, was da alles möglich ist. Aber ich tendiere dazu, die Spezialisten zu unterstützen. Jeweils. So, hier haben wir Vulkan. Arbeiterproduktion, Spezialistenproduktion, Stabilität, Notfallpaket, Indoktrinieren. Das benötigen wir nicht. Wir werden, glaube ich, tatsächlich überall die Spezialistenproduktion erhöhen. So, das machen wir in Vulkan. Da haben wir die Tech-Welten. Ich denke, das machen wir auch in Beta Z. Ist auch ein relativ großer Planet. Da schicken wir hier die Vulkanierin hin. Und jetzt müssen wir gucken. Haben wir noch einen großen Planeten? Ja, Andoria ist nur eine Energiewelt. Da gibt es jetzt nicht so viele Spezialisten. 3. Teller Prime nur 1. 2. Ja, das ist nicht ganz so toll. Wir könnten natürlich sagen, dass wir zum Beispiel in Andoria die Arbeiter hier unterstützen. Das ist sicher auch nochmal sinnvoll. Mit dem letzten Gouverneur. Wir gehen mal nach Andoria. Da. Dann machen wir hier verbesserte Arbeiterproduktion, was uns dann nochmal Energie bringt. Okay, damit haben wir den Gouverneuren Aufträge vergeben. Dann kann es weitergehen. So, dann hoffen wir mal, dass hier einige, Anomalien erforscht werden. Von der Enterprise. Ja, da sage ich es und schon, es ist der Fall. Beunruhigendes Unterholz. Wir haben dunkle und verrottene Pflanzen entdeckt, die wie humanoide Gesichter aussehen und sich über die gesamte sonst karge und unbewohnte Oberfläche von Savira 7a erstrecken. Eine Routineaufgabe für Jean-Luc Picard. Wird er das erforschen, bitte? Ich frage mich, was ist hier mit unserer... Was ist hier mit unserer Mission? Hier ist noch nichts passiert, wie mir scheint. Und Protokoll wird uns tatsächlich auch nichts angezeigt.
Naja, hoffen wir, dass wir da noch was bekommen. Ist eigentlich die hier im Space Dock, sodass sie hier weniger Energie verbraucht? Ich glaube ja, ne? Gut, weiter geht's. Gouverneur Akash Krin hat sogar Stufe 5 jetzt erreicht. Hervorragend. Der ist auf der Erde tätig und ist da auch am effektivsten, weil die Erde hat meines Wissens die meisten Spezialisten, 15 hier. Und der Effekt ist schon enorm durch ihn als Gouverneur. We have surveyed a new star system. Okay, wo? Da. Und da haben wir offenbar nicht automatische Erkundung gemacht. Dann würde ich sagen, werden wir das hier mal einstellen. Gut. So, und wir haben den Ausbruch der Superbakterien mithilfe einer ressourcenintensiven, aber verlässlichen Methode gestoppt. Jedes Individuum auf dem Planeten wurde mit anpassbaren Bakteriophagen versorgt. Ja, das kennen wir schon. Prima. Ah, Leute, das war die Mission. Ich habe es gar nicht kapiert. Beinahe ein Zehntel des menschlichen Erbguts besteht aus genetischen Fragmenten uralter Viren. Und die Pildianer finden jetzt toll, dass wir ihnen geholfen haben. Meinung ändert sich um plus 100. Okay, das heißt, das war gar keine richtige diplomatische Mission, sondern eine andere Form einer Mission. Und die uns dennoch geholfen hat. Sehr, sehr gut. Ich denke, ach, schaut mal, das kann man nicht sofort wiederholen mit der Mission. Mission anfragen. Es ist zu früh, eine Mission anzufragen. Eine neue Anfrage kann ab 2365, ah ja, das ist ja bald, im nächsten Monat gestellt werden. Ja, ist doch kein Problem, warten wir noch den Monat ab. Ist doch gut. Wir kümmern uns jetzt mal um diese Sternenbasen und wollen hier... Ja, hier ist jetzt der Moment gekommen, wo wir eine Handelszentrale jeweils erstmal bauen wollen. 50 Legierungen dafür. Und Zygni ebenso, ne? Okay, soweit, so gut. Ja, wir haben Legierungen ganz gut. Bin am Überlegen, auf die nächste Stufe können wir, glaube ich, noch nicht verbessern, ne? Ich denke, wir werden auch hier in diesem System auch noch die Sternbasis verbessern. Dann haben wir in allen Hauptsystemen eine Sternenbasis. Sollten wir meines Erachtens tun. So, und Mineralien haben wir auch wieder ausreichend. Dann werden wir als nächstes hier nach Beeren Prime gehen und ein Stadtdistrikt mal aufbauen, damit es dort weitergeht. Und ich denke, Beeren Prime werden wir zur Energiewelt machen. Warum? Wir werden sehr viel Energie brauchen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht, weil ich sehr viel Terraforming betreiben will. Außerdem gibt es hier 10 potenzielle Energiedistrikte. Das scheint mir ganz passend zu sein. Alles klar. So, weitere Stationen kosten uns ja eigentlich nur Legierung. Legierung und Einfluss. Und den haben wir. Insofern sollten wir weiter nach Kix gehen und auch hier die Sternenbasis bauen. Dann können wir nämlich dort auch schon mit dem so wichtigen Terraforming beginnen. Ein Terraforming-Prozess hier läuft ja schon. So, wir haben die nächste Forschung. Stromnetzverbund. Okay, er hat nochmal die Technik hergeschrieben. Produktion, der großflächige Einsatz von Solarleitungen erhöht die Energieproduktion auf nachhaltige Art und Weise. Sehr schön. Gut für unsere Energiewelten. Was können wir hier machen in dem Bereich? Offenbart alle Transportknotenpunkte. Das ist ganz spannend. Das wäre auch sein Spezialbereich. Schilddisruptor ist schon wieder halt ein Problem. Weil wir immer noch nicht die neuesten... Also wir haben das Energie-Upgrade noch nicht. Deswegen nutzen uns diese ganzen Schiffs-Upgrades sehr, sehr wenig. Pass mal auf. Weil es sein Spezialgebiet ist, wir werden das mal machen. Mit den Transportknotenpunkten.
macht einen ganz interessanten Eindruck. Okay, das ist erforscht da oben. Ihr fliegt weiter. So. Wir sind bei der Enterprise. Pflanzen, Falle. Unsere Crew wurde auf der Oberfläche von Savira 7a direkt von einem betörenden, süßen Duft begrüßt. Alle Crewmitglieder weigern sich, die von der USS Enterprise herbeigebeamten Masken und medizinische Ausrüstung zu benutzen. Stattdessen sitzen sie auf dem Boden und streicheln die humanoiden Gesichter der Pflanzen. Nachdem sich unser erster medizinischer Offizier in einem Bioschutzanzug auf die Oberfläche gebeamt hat, konnten wir endlich mit Hilfe von Scans nachweisen, dass es sich bei den marmorierten braunen Pflanzen des Planeten um Prädatoren handelt, die sich aggressiver Mimikrie bedienen und einen betörenden Duft ausströmen, um ihre Beute zu fangen. Die Postmortem-Analyse konnte enthüllen, dass es sich bei den Gesichtern um assimilierte Bewohner handelte, die einst auf Savira 7a heimisch waren, neben einigen Besuchern und ihren verrosteten Waffen. Oh mein Gott. Studieren wir die Biologie der Prädatoren? Eine Probe der molekularen Komposition dieser Prädatoren könnte unser wissenschaftliches Verständnis verbessern. Ja, okay, nicht schlecht. So, okay, also, das wäre natürlich auch ein Ding gewesen, wenn Picard jetzt von Pflanzen assimiliert worden wäre. Aber sie sind, glaube ich, hier weiter am Untersuchen. Und das a non-Federation vessel. Okay, alles klar. Ich schaue mal ganz kurz, ob er das gezählt hat. Ja, drei Anomalien müssen wir erforschen. Eine haben wir. Und es müsste jetzt auch wieder Zeit sein, hier nach einer Mission anzufragen. Kostet uns auch immer 600 Credits, das Ganze. Mal schauen, was diesmal passiert. Außerdem haben wir einen weiteren Erstkontakt im Patrator-System. Hier oben. Spock hat ihn gefunden. Ja, ich denke, wir werden wieder die Grußfrequenzen öffnen, aber wir können hier nicht weitermachen wegen unserer begrenzten Gesandten. Das Problem hat sich noch nicht verändert. Was ist nun? Im System Pelliar wurden ungewöhnliche Gravitationswellen gemessen. Die dort ansässigen Wissenschaftler der Pellianischen Republik laden uns zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt ein, um ihren Mutterstern zu beobachten. Na, das ist doch die Mission, die erwartet haben. Nehmen wir teil, wir werden die von dem Stern verursachten ungewöhnlichen Gravitationswellen gemeinsam mit den Wissenschaftlern der Pelianischen Republik erforschen. Gut, das machen wir. Mission log updated. Bestätigen wir. Was bedeutet das? Wir brauchen ein Forschungsschiff. Und dafür haben wir die Enterprise in der Nähe. Einigermaßen in der Nähe. Die bricht jetzt ihre Mission ab und wird hier das Spezialprojekt dort untersuchen. Hervorragend. Das wäre dann, wenn das klappt, die zweite diplomatische Mission, die wir hier mit ihr erfolgreich erfüllen. So, wir haben jetzt hier erstmal wieder für ein Plus beim Deuterium gesorgt. Das ist gut. Sehr gut. Ich überlege gerade mal, wo wir weiter ausbauen sollten. Hier haben wir langsam Dienstleistungsprobleme. Die Frage ist, ob wir Stadtdistrikt nutzen dafür. Gibt zwei Jobs als Büroangestellte oder hier irgendwas, was Dienstleistung bringt. Bin nicht ganz sicher, was da effizienter ist. Zwei Entertainer bringen plus 20. Das ist eine ganze Menge. Medizinische Kliniken und Wohnviertel bringen auch ein bisschen. Ja, ich tendiere durchaus zu diesen holographischen Umgebungssimulatoren. Die lösen nämlich für längere Zeit erstmal das ganze Dienstleistungsproblem, ehrlich gesagt. Das machen wir. Wir warten auf die fehlenden 96 Mineralien. Und dann werden wir das auf Teller Prime bauen. Ja, da ist auch schon wieder ein bisschen Arbeitslosigkeit. Da sind die Probleme aber geringer. Ich denke, so machen wir das. Ich glaube, den nächsten Monat müssen wir da noch abwarten. So, die USS Enterprise ist noch nicht da angekommen, wo sie hin soll. Was haben wir nun? Oh, das ist ein großer Moment, liebe Leute. Das
die Trill-Vereinigung hier ist Teil der Föderation geworden. Ja, sehr schön. Wäre natürlich schön, wenn da noch irgendwie nochmal eine schöne Information kommt. Aber naja, sie gehören jetzt zu uns. Und das heißt, wir haben hier auch eine Station. Was kann die Station? Ein Raumdock. Okay. Mhm. Reduzierten Unterhalt brauchen wir da. Naja, vielleicht nicht so. Eine Handelszentrale, das wollen wir eh. Und nochmal eine Werft. Ja, okay. Und sogar zwei Verteidigungsplattformen gebaut. Interessant. So, und dann ist natürlich spannend, die haben schon zwei Planeten mit hoher Arbeitslosigkeit. Eine kontinentale Welt. Ja, okay, mit 22 Bevölkerung. Mit Trills. Wie sind Trills eigentlich drauf? Haben wir uns das schon mal angeguckt? Sollten wir nochmal kurz tun. Okay, also was können sie? Ihre Anführer gewinnen schnell an Erfahrung. Das ist gut. Und was? Vereinte Elite Lebensdauer plus 300? Was? Vereinte Trill verlängern die durchschnittliche Lebensspanne dieser Spezies aufgrund ihrer Transzendentalität. Oh mein Gott. Zurückgezogen, Wohnraumnutzung. Ja, okay, das sind natürlich perfekte Anführer. Die werden wahrscheinlich die Föderation übernehmen, wenn sie 300 Jahre alt werden. Und dann noch mit diesem Erfahrungszuwachs. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, hat dieser Planet noch irgendwelche Besonderheiten? Eine hundertprozentige Bewohnbarkeit ist natürlich toll. Festivals. Okay, das haben die, glaube ich, gestartet. Ausstellung von Wundern haben die auch gestartet. Besondere Merkmale sehe ich jetzt hier ansonsten nicht. Ist der Planet schon spezialisiert? Nein. Ein Replikator ist dort. Den wir eigentlich nicht so richtig benötigen. Aber gut, lassen wir das mal als lokale Tradition. Und Ginschrak 2. Festivals, Ausstellung von Wundern. Eine Savannenwelt. Hier allerdings nur 50%. Ja, okay. Bräuchten wir fortschrittliches Terraforming, um das umzuwandeln. Hier gibt es allerdings zwei spannende Merkmale. Büroangestellte produzieren Nahrung wegen den Rama-Ebenen. Und ja, diese obsidianischen Strände, die Zahl der Distrikte erhöht sich dadurch. Nun gut, auch das noch nicht ganz klar. Ach so, das ist eine Kolonie, von denen hier wohnen erst ganz, ganz wenige. Ja, gut, also das muss sich eh noch entwickeln. Wichtig ist jetzt, wir haben damit die nächste Mission absolviert. Die Föderation ausbauen. Durch die friedliche Integration anderer Zivilisationen behauptet die Föderation ihre Position in der Galaxis als erste Union, die auf gemeinsamen Idealen und nicht auf Geburtsrecht beruft. Wir bekommen den Modifikator Stärke aus der Einigkeit, plus 5% Reichsstabilität, sehr gut, und 10% Verwaltungslimit, noch besser. Und es gibt eine Eignungskette, universelle Rechte, interessant, und wir bekommen 200 Einfluss. Und 5000 Einigkeit. Wunderbar. Indem wir andere Zivilisationen als Mitglieder willkommen heißen, sind wir erheblich gewachsen. Auch wenn viele unser Wachstum lediglich als territoriales oder politisches Wachstum interpretieren, liegt unsere wahre Stärke im kulturellen Wachstum. Die Bemühungen, andere zu verstehen und sie willkommen zu heißen, damit sie sich uns friedlich anschließen, sollten nicht unerwähnt bleiben. Die Offenheit der Föderation gegenüber anderen Spezies und Kulturen in der gesamten Galaxie hat dazu geführt, dass das Vertrauen in und Festhalten an ihren Prinzipien sowie ihr Nutzen für alle Quadranten gewachsen sind. Willkommen in der Föderation. Das ist doch ein schöner Moment, diese Folge zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.